Hallo, es soll weitergehen mit der Reihe Mac und zwar weiterhin mit der Codierung. Diesmal geht es um die Foundation- und Concealer-Bezeichnung, denn einige Puder heißen ziemlich eindeutig Light, Light Medium, Medium Dark und Deep Dark und sowas. Ich denke, da kann man sich ziemlich viel drunter vorstellen und zumal da diese Puder keine wirklich deckende Kraft haben, umfasst jede dieser Nuancen mehrere Hauttöne. Daher ist das ziemlich easy. Bei Foundations und Concealern, die wirklich viel Farbe spenden, viele Pigmente haben, die unseren eigenen Hautton überdecken, wird natürlich viel feiner in der Abstufung gearbeitet. Ich denke, MAC ist da sehr populär für ihre sehr, sehr große Farbskala. Und das ist auch wirklich sehr einladend, weil man sehr easy seinen eigenen Ton finden kann, ohne Abstriche machen zu müssen. Wenn ihr in die Drogerie geht, findet ihr bei den meisten Foundations 3 bis 5 Nuancen. Und wenn man bedenkt, dass man von super hell, fast weiß, bis super dunkel, ganz, fast schwarz, nur 5 Abstufungen machen müsste, da müsste man wirklich sehr viele Kompromisse eingehen. Das macht MAC an sich ganz gut. Noch nicht perfekt, zumal MAC auch sehr viele der Randnuancen inzwischen streicht, einfach weil MAC halt jetzt mehr in dieser ja, kommerziellen Schiene fährt und so sind Randnuancen entweder gar nicht mehr erhältlich oder nur noch im Pro-Sortiment. Das ist sehr, sehr traurig. MAC hat eine Codierung für seine Ton-Produkte, die sich immer aus einer Zahlen- und Buchstabenkombination zusammensetzt. Besser gesagt, Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und das ist am häufigsten vorzufinden in dieser Vierer-Kombination aus 2 Buchstaben und 2 Zahlen, wobei diese Buchstabenkombination den Farbeinschlag darstellt und die Zahlenkombination den Helligkeitsgrad. Es gibt aber noch weitere Varianten, unter anderem eine nur mit 2 Symbolen. Hier steht N2, also nur ein Buchstabe und eine Zahl. Und es gibt noch eine Variante mit einem Buchstaben und 2 Zahlen. Allerdings findet ihr diese Kombination eher selten vor. In diesen Foundations, die auch im B-Sortiment-Countern zu finden sind, was das ist, seht ihr in diesem Video. Dort sind hauptsächlich wirklich diese vierstelligen Codes vorzufinden. Und das gilt ebenso auch für Concealer. Gerade für Concealer, die sind wirklich nur in dieser Kombi vorfindbar. Nehmen wir uns einfach mal den Code vor. Wie gesagt, stehen die Buchstaben für den Farbeinschlag. NC steht für Neutral Cool. Ich habe hier leider keine Foundation mit NW, aber ein Concealer, ihr seht hier NW15, steht für Neutral Warm. Und diese einzelnen, hier steht N, steht nur für Neutral. Und so gibt es auch alleine C für Cool und alleine W für Warm. Allerdings ist das sehr verwirrend. Also ich würde jedem raten, sich einfach absolut nicht aus dieser Warm- und Cool-Geschichte einzulassen, denn MAC schwimmt damit erstens einmal gegen den Strom und zweitens verwirrt diese Einteilung ein wenig ein paar andere Farbkonzepte, wie diese nach Jahreszeiten. Und ich denke, man könnte zu schnell in Versuchung geraten, sich falsch einzuteilen, nur weil man in Schubladen denkt. Darum merkt euch einfach, dass alles, was C beinhaltet, in Richtung Gelb geht und alles, was W beinhaltet, in Richtung Pink geht. Nun gibt es auch noch das N, was für Neutral steht. Das wahre Neutral, die N-Nuancen gibt es nur in der Face and Body Foundation und in der Studio Fix Foundation, sind allerdings nicht ganz neutral, sie sind schon ein bisschen rosastichig. Das ist sehr ärgerlich. C alleine ist extrem gelb. Und NC ist halt ein neutraleres Gelb. Und ein W alleine steht dann für mit starkem rosa Einschlag und NW steht für einen leichten rosa Einschlag. Es gibt der Farbwahl bezüglich verschiedene Vorgehensweisen. Die einen sagen, man solle mit dem Hautton gehen, wenn ihr einen leichten rosa Unterton habt, halt mit rosa. Wenn ihr einen gelben Unterton habt, mit gelb, einfach Ton in Ton mit dem Hautton. Andererseits gibt es Töne, die besagen, man soll ein bisschen dagegen arbeiten, es neutralisieren, damit es halt ohne gewisse Einschläge wirkt.
Und ich denke, das ist gar nicht mal dumm, denn gerade Pinktöne finde ich persönlich nicht besonders schön. Ich bin leider kein Profi, ich kann euch nicht dazu sagen, was so gang und gäbe ist, aber zum Beispiel Bobby Brown hat ausschließlich gelb-stichige Foundations im Sortiment. Sie sagt, man solle immer in die gelbe, in den gelben Bereich gehen. Auch wenn ihr also einen rosa Unterton habt, ein bisschen neutralisieren. Ihr müsst natürlich nicht gleich auf Eigelb machen, aber so halt ein bisschen neutralisieren, damit das Pinken nicht so hervortritt. Aber letztendlich ist es jedem selbst überlassen, wie er sich einfach am wohlsten fühlt und vor allem auch am natürlichsten aussieht. Testet es aus und damit ihr die grobe Einteilung jetzt erfahrt, sage ich noch einmal zu der Farbe was. Wie eben gesagt, ist NC15 der hellste reguläre Ton. Also mit 15 beginnt die Helligkeitsskala und geht in 5er Schritten im Groben nach oben. Also der nächst dunkelste Ton wäre 20, ein Stück dunkler wäre 25, dann käme 35 etc. Aber es gibt nämlich auch Ausnahmen. Bei den sehr populären Foundations, vor allem diesen flüssigen wie Select oder Studio Fix Fluid, gibt es in diesem mittleren Medium-Bereich um 30 und 40 Zwischenstufen. So findet ihr dort Nuancen wie 37 oder 42. Hingegen im Pro-Bereich, also bei den Foundations, die nur im Pro-Store erhältlich sind, gibt es eine W10, also einen rosastichigen, super hellen Ton. Es empfiehlt sich, so ein bisschen einfach Step by Step vorzugehen und einzugrenzen. Erst einmal, für welche Farbe entscheidet ihr euch und dann euch ungefähr einzugrenzen, in welchem Helligkeitsspektrum ihr seid. Und dann bleibt nur noch eine einzige Sache: selbst ausprobieren. Ich könnte euch sagen, ja, ihr wohnt weit weg von MAC, ihr könnt bestellen. Aber ganz ehrlich, diese Foundations kosten im Schnitt 30 Euro. Und ich finde, das ist eine Menge, Menge Geld. Und sowas muss man ausprobieren. Und vor allem auch komplett mutig und schamfrei auch zu sagen, nein, ich finde, es passt mir nicht. Also es ist ein bisschen verwirrend. Ich werde in meinem Blog einfach alles runterschreiben. Ich denke, schriftlich ist das vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen, falls ihr das bisher jetzt nicht mitbekommen habt. Ganz so einheitlich ist es einfach nicht, weil MAC einfach sehr viele Ausnahmen macht. Aber im Prinzip bin ich mir ziemlich sicher, ihr findet eure Wunschnuance und vielleicht nur 1% der Leute fallen ein bisschen aus dem Rahmen. Ansonsten hat es MAC doch recht gut gemacht. Solltet ihr aber trotzdem noch weiterhin Fragen haben, postet sie in die Comments. Aber ich werde keine Beratung geben. Also bitte schreibt keine Posts, sowas wie, welche Farbe habe ich? Ich würde das erstens, kann ich das aus irgendeiner Beschreibung nicht sehen. Zweitens sind auch Fotos, die mir schicken würdet, absolut nicht aussagekräftig. Und drittens, ich würde es absolut nicht verantworten wollen, euch eine Nuance zu empfehlen, die euch dann am Ende nicht passt. Spart euch womöglich einen falschen Rat und erspart mir einfach diese Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich danke euch. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.